Hallo und herzlich willkommen in meiner verrückten Welt. Bei uns gibt's heute Kartoffelsuppe und Dampfnudeln. Die Kartoffelsuppe habe ich schon verlinkt, die werde ich euch hier oben einblenden. Und dazu gibt's noch Dampfnudeln. Wir machen salzige Dampfnudeln. Und da viele sich nicht dran trauen an Dampfnudeln, habe ich mir gedacht, nehme ich euch mit, denn es ist total einfach und es ist gelingsicher und es schmeckt so lecker. Ich sage euch, wenn ihr das einmal gemacht habt, werdet ihr es immer wieder machen. Ich lese euch mal vor, was ihr dazu braucht. Ihr braucht 500 Gramm Mehl, 50 Gramm Zucker, ein Ei, 250 Gramm Milch, ein Würfel Hefe, 75 Gramm Butter und ein Teelöffel Salz. Mehr ist es nicht. Also, ich richte mir mal alles her und dann fangen wir auch gemeinsam an. Wir fangen an mit 200 Gramm Milch. Ein Teelöffel Zucker und einen Würfel Hefe. Den zerbröseln wir uns bitte nicht direkt aufs Messer. Und lassen das Ganze 3 Minuten auf 37 Grad Stufe 1 erwärmen. So, die Hefe ist verflüssigt. Jetzt geht es auch schon weiter. Gerade einen Moment. So, dann geben wir jetzt das Mehl dazu. 500 Gramm Mehl. Halt, ich habe den Anfangenes. Ein Teelöffel Salz und wie soll es auch anders sein, die 75 Gramm Butter, die ich da jetzt brauche, habe ich mir mal wieder nicht gerichtet, die hole ich jetzt kurz. Stellt euch mal vor, bei mir wäre alles in Ordnung, wäre sehr langweilig, oder? Also wir brauchen 75 Gramm Butter, die sollte nach Möglichkeit zimmerwarm sein, das ist meine jetzt nicht, aber ich habe die Kerngoldbutter, die ist nicht ganz so fest. So, das haben wir. Und das Ganze wird dann auf der Teignetstufe 5 Minuten geknetet. Ich hoffe, ihr habt aufgepasst und euch ist aufgefallen, dass ich das vorgelesene Ei nicht mit in den Teig rein habe. Ich unterbreche das hier nochmal ganz kurz, gebe dieses Ei noch dazu, denn das brauchen wir auf jeden Fall. Und dann kneten wir gerade weiter. Mein Teig ist fertig geknetet. Ich zeige euch den gerade mal hier. Ich werde jetzt die Kameraposition verändern. Hol euch kurz runter. Werde mir den Teig hier umschütten. Der ist Gott sei Dank immer schön kompakt, sodass im Mixtopf fast nichts mehr überbleibt. Ihr seht,
So, und den lasse ich jetzt nur noch mal kurz zusammenkommen. Gib den in eine Schüssel, mach den Deckel drauf und lass den jetzt mindestens eine Stunde bei Zimmertemperatur gehen. Und dann machen wir auch gemeinsam weiter. Mein Hefeteig, der ist fertig gegangen. Ich zeige ihn euch schon mal. Das ist schon alles. Dann habe ich mir hier meine Servierplatte habe ich mir ein bisschen eingemehlt, weil wir jetzt den Teig ein bisschen kneten noch und dann teilen wir den in mehrere Stücke für die Dampfnudeln. Also ich habe meine grobe Linie, ich mache immer 10 Dampfnudeln. Es gibt 2 Pfannen. So teile ich mir das. Ich muss dann mal gucken, wie viel Gramm dann eine Dampfnudel hat. Das weiß ich nicht. Das ist normal angegeben mit 90 bis 110 Gramm. Das ist mir total egal. Ich mache 10 Stück und dann weiß ich, dass das mit 2 Fuhren erledigt ist. So, dann gucken wir mal. Mach den Thermomix nochmal an, dann können wir es nämlich gleich wiegen, wenn sie dann geschnitten sind, wie viel es dann letztendlich wirklich sind. Also ich lasse mir den so zusammenkommen und roll mir den hier ein bisschen. Ich hole euch mal ein bisschen weiter mit runter und mache mir 10 Stück daraus. So, ich habe meine Dampfnudeln alle zusammen. Jetzt, ich will euch das gerade mal zeigen. Das ist eigentlich nichts Großes. Das machen wir ähnlich wie ein Brot. Das zieht man von außen nach innen, macht so ein Bällchen und das schleift man dann auf dem Tisch rund. Ihr seht, ich benutze hier kein Mehl mehr, weil der Teig nicht klebt. Der ist schön kompakt. Formen uns das so, wie wir es haben möchten, legen es dann aufs Mehl drauf. Das machen wir jetzt 10-mal, also mit allen Stückchen, und dann hole ich euch wieder dazu. Meine Dampfnudeln, die sind jetzt fertig gerollt. Ich zeige es euch gerade mal. Das sieht jetzt so aus. Da lege ich jetzt einfach ein feuchtes Küchentuch drüber. Muss bitte feucht sein, weil die Nudeln sonst austrocknen. Ja? Das legen wir jetzt einfach hier drüber und lassen das Ganze nochmal 20 Minuten gehen. In der Zwischenzeit könnt ihr euch eine Pfanne oder müsst ihr euch eine Pfanne auf den Herd stellen. Da wird ein Esslöffel Öl, 150 Milliliter Wasser oder 150 Gramm Wasser und ein Teelöffel Salz. Das wird heiß, das lässt man heiß werden. Und dann legt man die Dampfnudeln rein, macht den Deckel zu und lässt das Ganze auf mittlerer Hitze so ungefähr 15 bis 20 Minuten vor sich hin backen. Bitte unter keinen Umständen den Deckel aufmachen, bevor die Dampfnudeln nicht fertig sind. Das heißt, Dampfnudeln, was soll ich sagen? Ihr hört es. Ihr hört es, wenn ihr da, also macht keine Musik an in der Küche, ihr hört es. Erst verdampft das Wasser und dann fängt es mit dem in dem Öl an zu braten. Und wenn das dann brät, wie soll ich sagen, die fangen an zu babbeln, sagt man in der Pfalz. Dampfnudeln fangen an zu babbeln und wenn sie anfangen zu babbeln und dann sind sie fertig. Wie gesagt, wenn das Wasser verdampft ist und das geröstet ist, und das riecht man auch, dass es dann schön gebraten ist. Und dann könnt ihr mit einem Schwung den Deckel runterholen. Passt bitte auf, es darf kein Kondenswasser auf die Nudeln kommen, weil sonst fallen die euch zusammen, beziehungsweise haben ganz komische, nicht so schöne Ränder. Ich kann es leider nicht mit euch zusammen backen, weil meine Küche einfach zu klein ist.
Ich habe jetzt doch irgendwie für euch umgebaut und werde euch jetzt zeigen, wie die Vorgehensweise ist, um solche Dampfnudeln zu backen. Also, wir fangen an mit einem Schuss Öl. Die Pfanne muss natürlich davor gut vorgeheizt sein, ne? Das verteilen wir hier in der ganzen Pfanne. So, dazu kommen die 150 Gramm Wasser. Und dann ein Teelöffel Salz. Ich mache das immer so nach Gefühl. Und dann werden die Dampfnudeln 5 Stück an der Zahl in die Pfanne gegeben. Und wie gesagt, bitte den Deckel, nachdem er drauf ist, nicht mehr runter machen, bevor die Nudeln nicht fertig sind. Das Ganze stelle ich jetzt auf mittlere Hitze. So, die erste Fuhre der Dampfnudeln ist fertig. Ich weiß nicht, könnt ihr das hören? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich habe in der Pfanne kein Wasser mehr. Ich kann durch den Deckel sehen, dass es da unten braun wird so langsam und somit weiß ich, dass die Dampfnudeln fertig sind. So, ich nehme jetzt den Deckel ab. Das Wasser habe ich so schon ein bisschen abgegossen und jetzt nehmen wir den Deckel ab. Meine Dampfnudeln, also die erste Fuhre, die ist fertig. Ihr könnt sie hier sehen. Die zweite Fuhre ist in der Pfanne. Ich wollte euch die noch mal zeigen. Wenn ich ein bisschen mehr Öl genommen hätte, dann wäre die noch dunkler. Aber das tut dem Ganzen nichts ab, weil der Salzgeschmack ist trotzdem da. Ich möchte jetzt mit euch zusammen probieren. Ich weiß, dass sie lecker schmecken. Aber vielleicht habe ich dem einen oder anderen mal die Angst genommen, selbst Dampfnudeln zu machen. Also es ist nicht zu vergleichen. Also selbstgemachte Dampfnudeln sind nicht zu vergleichen wie die vom Bäcker oder aus der Industrie. Das schmeckt man einfach selbstgemacht. Das ist der Wahnsinn. Mein Mann weiß noch gar nichts davon, dass es halt Kartoffelsuppe und Dampfnudeln gibt. Es ist eins seiner absoluten Lieblingsessen. Damit punkte ich heute wieder. Aber ich sage euch, probiert's mal aus. Es ist wirklich nichts Weltbewegendes. Es ist nichts Großes. Und es ist total lecker. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bitte probiert es mal aus, schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr es so für euch empfindet, ob ihr es probiert habt, ob es euch gelungen ist. Ich würde mich freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.